dieser Konkurrenz ist Sechste. Und jetzt am Anlauf der Franzose Marin Conato. Großen Schritten, einem guten Sprung. Gültig war er auf jeden Fall schon mal. Bisher stehen für ihn 7,68 zu Buche. Persönliche Bestleistung sogar. Also vielleicht konnte er die jetzt mit diesem Sprung noch mal steigern. Das hat er gemacht. Nach der Reaktion auf jeden Fall 7,98. Donnerwetter. Das sind mal 30 Zentimeter, die er da draufgepackt hat. Das ist ja Wahnsinn. Zu Recht, wie er sich da freut. Und er war schon der Coolste beim Walk-In. Also er wusste, dass heute was geht. An diesem 28. Januar. Sein bislang größter Abend hier in Karlsruhe. Und damit macht er dem Favoriten.